Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe jetzt endlich die Elgato bekommen und kann endlich diese Spiele Let's Playen. Und ich kann es jetzt schon mal sagen, ich bin ein riesen Zelda-Fan und konnte es doch gar nicht abwarten, endlich das Spiel zu Let's Playen. Ich gehe davon aus, es wird ein großes Spiel. Steuerung. Bewegen. X springen. A. B wegstecken. Kamera. Zielerfassung. Okay. Also ich spiele es mit der Nintendo Switch. Das gibt's auch nur auf der Nintendo Switch. Oh, das war gut, Miva. Direkt ein Fehler am Anfang. Nein, Spaß. Also... ich freue mich, dass ich das Spiel endlich anfangen kann. Ich habe das Spiel schon so lange, aber ich habe es extra nicht gespielt, weil ich noch warten wollte, bis ich mir die Elgato endlich mal leisten kann. Und jo, jetzt ist sie da. Und jetzt lege ich auch los. Lange genug gewartet. So, Moment, ich muss aber gerade mal noch die Kamera positionieren. So, passt. Sieht immer aus, als ob ich krumm gucke. Ah ja, fangen wir erstmal so an. Es wird doch jetzt heute X was springen. Genau. So, das können wir hier machen. Untersuchen. Ich habe auf der N64 habe ich The Ocarina of Time, also für mich nach wie vor. Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Ja. Dankeschön. Shika-Stein, eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Okay. Den Shika-Stein haben wir dabei. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, Ocarina of Time für mich nach wie vor das beste Zelda. Also für mich persönlich. Das hier kenne ich noch nicht. Ich habe mich da auch nicht gespoilert oder irgendwas. Ich will es selber spielen. Um mir da meine Meinung bilden zu können. Ja. Auf Plus. Auswählen. Ausrüsten. Ein altes Hemd. Ujo, laufen wir schon nicht mehr ganz so nackt hier rum. Eine alte Hose. Ausrüsten.
Holen wir natürlich alles mit. Das hier ist zum Beispiel was, das kenne ich jetzt aus den Vorgängern nicht. Aber gut, ich hab nicht jedes Zelda gespielt. Ich bin jetzt immer noch irgendwo auf der N64 stark leben geblieben. Aber halte den Shika-Stein über das da konnte man nicht springen. Da musste man immer... Halte den Shika-Stein über das Podest, dann wird der Weg sich dir öffnen. Okay, da musste man dann immer an Abgründen irgendwie über den Rand springen und dann ist man aber so in so kleinen Hopser. Aber Shika-Stein erkannt. Verriegelung aufgehoben. Gut. Ich weiß ja nicht, wo wir hier sind. Das sah irgendwie so aus im Intro, als ob wir hier in einem Sack oder sowas lagen. Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Okay. Ja, genau. Das sieht irgendwie aus wie so ein Sarg. Waren wir am Schlafen? Waren wir vielleicht eingefroren oder sowas? Wenn irgendwer den Zusammenhang kennen sollte, da ich die letzten Zelda, denke ich mal, nicht... was heißt denke ich? Ich habe die letzten Zelda einfach nicht gespielt. Dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber das da sah ja so aus, als ob wir da eingefroren gewesen wären oder sowas. Oh, Hammer! Boah. Guckt euch die Aussicht an. Nice. Das sieht sehr gut aus. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. Oh. Da steht ein alter Mann. Hey, lauf nicht weg. Hier glänzt was. Aufheben, eine Rute. Ja. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nicht. Zumindest kann man ihn umherschwingen und nach Monstern werfen. Nein. Ausrüsten. Gut. Du greifst mit der ausgerüsteten Waffe an. Okay. Ich muss erstmal hier ein bisschen gucken. Okay, da kann man schnell wechseln. Hyrule-Pilz, der am weitesten verbreitete Pilz der Wälder Hyrules. Er wächst oft in der Nähe von Bäumen. Füllt bei Verzehr Herzen auf. Okay. Das füllt ein halbes Herz auf. Das ist gut. Noch eine Route. Wir holen mal alles mit, was hier rumliegt. Ich weiß nicht, wie... Oh. Da habe ich jetzt bald gelegen. Ich weiß nicht, wie schnell jetzt hier die Waffen kaputt gehen. Okay. Hier tun wir uns ducken und schleichen. Auch schon mal gut. Kann man hier auch irgendwo sprinten? Ah. Schön. Oh, mir gefällt die Umgebung. Das ist schön. Nice. Oh, ich habe so lange gewartet. Ich kann es gar nicht oft genug erzählen. Das Spiel ist, das haben wir gekauft. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich kann es noch nicht spielen. Ich wollte die ganze Zeit anfangen. Da habe ich immer wieder gesagt, ich kann erst anfangen, wenn ich die Elgato habe. Sonst habe ich keinen Spaß mehr dran, wenn ich da schon den Anfang oder so kenne. So, dann
rennen wir mal hier runter. Da unten war ja der alte Mann. Hallo, alter Mann. Hallo, wo bist du? Oh, Äpfel. Hallo? Oh, nein! Ich kann klettern! Link. Ja, ja, bitte. Link. Begib dich zu dem Ort, den der Schikastein dir weist. Okay. Schikastein auf Minus. Die ferne Stimme. Okay, es blinkt auf der Karte. Neuer Zielpunkt. Ein Rostapfel. Über offenem Feuer geröstete Äpfel, süß und lecker. Wenn du ihn isst, füllt er Herzen auf. Hm, das ist mein Röstapfel. Hohohoho. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Etwas verwundert bin ich aber schon. Hier trifft man nicht so oft andere Reisende. Genau, wer bist du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten alleine hier in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wo sind wir? Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiegen Hyrulis gewesen sein. Hyrulis? Hyrule? Weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Ja, bitte. Was willst du mir zeigen, alter Mann? Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Ja? Was machst du da? Ich mache mir am Lagerfeuer gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel oder zwei. Die meisten Sachen werden nahrhafter und schmecken besser, wenn man sie vor dem Essen röstet. So dann, geh mal deines Wegs. Wolltest du nicht irgendwo hin? Okay, ich bin ja schon weg. Alter Mann, was haben wir denn hier? Eine Fackel. Waffen werfen. Du kannst eine aktive Waffe werfen. Okay. Was denkst du denn, mit dieser Fackel anzustellen? Anzünden. Bei dir muss man ja Angst haben. Komm damit bloß nicht in die Nähe von trockenem Gras. Aber, naja, hier treiben sich eine ganze Menge Monster herum. Vielleicht kannst du dir sie damit vom Leib halten. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegung deines Gegners achten. Ziel erfassen. Ja. Danke, alter Mann. Wie auch immer du bist. Du gibst einem gute Ratschläge. Die Axt. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers. Damit fällt jeder Stamm im Handumdrehen. Okay. Damit fällt jeder Stamm Handumdrehen. Kann ich den Baum jetzt damit fällen? Nice, ich kann Bäume fällen. Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie. Okay, das hier ist irgendwie ganz anders wie jedes andere Zelda, was ich kenne. Also jetzt nicht negativ anders. Und. Zack. Gefällt mir. Kann ich einfach Bäume fällen.
Bleib liegen. Zwei Holzbände. Krieg ich damit auch hier so einen Koloss umgehauen? Das interessiert mich jetzt. Ich glaube nicht. Nein. Wer oder was bist du? Kumpel, lass mich in Ruhe. Okay, durch den Kampf. Während dem Kampf hat er seine Waffe verloren. Bockblindhorn. Horn eines Bockblind. Als Kochzutat ruiniert es jedes normale Gericht. Kochst du es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Okay, das könnte noch wichtig sein. Was haben wir hier? Bocklin-Hauer. Dieser stumpfe Zahn hast du nach dem Sieg über einen Bocklin erhalten. Zusammen mit Insekten und Ähnlichem gekocht, lässt er sich zur Medizin verarbeiten. Puh, sich das alles behalten? Und wir sind erst am Anfang. Das könnte sehr interessant werden. Fall um. Ich will die Äpfel. Hey. Lauf nicht weg. Wow. Schleimgelee. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Ich bin erschrocken, wo kam das Ding denn auf einmal her? Was haben wir denn hier? Grillwild. Über offenem Feuer gegrilltes Wild. Durch die Hitze entfaltet sich das Aroma und der Heileffekt wird gesteigert. Schön. Also Futter scheint man ja hier zumindest am Anfang noch sehr gut zu finden. Wie stecke ich die Waffe weg? So. Geh weg! Yay, eine Keule. Bockstock. Hiermit erschlagen Bocklin ihre Beute. Dabei geht der Stock sehr schnell kaputt. Aber das ist ihnen dann auch egal. Den Angriff. Den haben wir blatt gemacht. Blatt. Gehe ich jetzt hier hoch? Ich sollte, glaube ich, erst an den Punkt gehen, wo wir hin sollen. Hier ist so schlimm, wenn ich die Welt hier jetzt schon sehe. Man will am liebsten wieder überall hinlaufen. Ja. Ah, müssen bestimmt auch überall hin. Riesenwelt. Gut, 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 gut. Diese Richtung. Was haben wir denn hier? Hyrulegras, ein äußerst nahrhaftes Kraut, das überall auf Hyrules Ebenen wächst. Als Kochzutat füllt es noch mehr Herzen auf. Oh. Noch ein paar Freunde. Yay! Ich will die Blümchen. Ich will die blauen Blümchen haben. Gewöhnen. Ich drücke immer die Geduck-Taste, weil es ist nämlich auch
gleichzeitig der Joystick hier zum Laufen. Wenn man den eindrückt, dann duckt man sich. Was ist das denn für ein Typ? Komm her. Put, 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 put. Autsch. Ich will ein Schwert. Reiseschwert. Diese Art Schwert ist nicht ganz Hyrule zu finden. Ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Die Waffentasche ist voll. Das ist nicht gut. Holzpfeil, die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Jetzt auch im praktischen Fünfer-Set. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Jetzt im Sonderangebot im Fünfer-Set. Bockschild. So, ein krudes Machwerk aus schlampig zusammengezimmerten Baumrinde. Geht gerade so als Schild durch, wenn man ein Auge zudrückt. Schild verwenden. Das kann ich wahrscheinlich aber jetzt mit der Waffe nicht machen. Wie war das noch? So. Damit habe ich das Schwert ausgerüstet. Okay. Da beende ich aber erstmal die Folge hier. Die erste Folge. Erster Eindruck. Sehr gut. Wird mir bestimmt Spaß machen. Erstmal reinfinden, weil es ist doch ziemlich vieles anders wie in den Vorgängern, die man so kennt. Ja, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Aber falls du nicht getan hast, Kommentare sind auch immer wieder gerne gesehen von mir. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in den nächsten Folgen wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao.